Kommen wir zum nächsten Thema, der Einstufung der AfD als Verdachtsfall beziehungsweise der AfD Brandenburg als Verdachtsfall. Hierzu beziehen wir als Landtagsfraktion natürlich auch Klarstellung, weil wir natürlich dadurch direkt und indirekt auch betroffen sind. Das ist für uns ganz klar ein Politikum in der Geschichte Brandenburgs, was hier geschehen ist. Es wird erstmals die größte demokratische Oppositionspartei von einem parteipolitisch gesteuerten Gremium, dem Verfassungsschutz, überwacht und beobachtet. Es handelt sich hierbei natürlich, muss man ganz klar sagen, auch um eine Bespitzelung eines politischen Gegners durch die Regierung und allen voran natürlich durch das CDU-geführte Innenministerium. Hier soll eindeutig auf den größten politischen Konkurrenten, vor allem auch für die AfD, für die CDU, der größte politische Konkurrent, um den Kampf um Wählerstimmen massiver Druck ausgeübt werden. Und wir sehen natürlich keinen Grund für diese Beobachtung und weisen diese Vorverurteilung entschieden zurück. Die AfD Brandenburg, genauso wie ihre Fraktion, steht fest auf dem Boden des Grundgesetzes und zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Das haben wir immer wieder betont und auch gezeigt in unserem politischen Wirken. Unsere Grundlage bilden unser Wahlprogramm, was wir 2019 für den Landtagswahlkampf verabschiedet haben, und unser Bundesprogramm. In diesen beiden Programmen ist nichts zu finden, was extremistisch ist, beziehungsweise was gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung verstößt. Dem stimmten übrigens im letzten September, am 1. September 2019, fast 24% aller Brandenburger zu. Das sind meines Wissens knapp 300.000 Brandenburger gewesen, die ihre Stimme der AfD gegeben haben, keiner extremistischen Partei, sondern ganz klar einer konservativ-demokratischen Partei, die ganz viele Dinge hier im Land, die nicht richtig laufen, kritisiert. Und Kritik ist auch die Aufgabe der Opposition. Wenn man hier von verächtlich machen mittlerweile spricht, spricht das Bände über die Verrohung der Sprache, vor allem auch innerhalb der Regierung und innerhalb des Verfassungsschutzes. Sprache ist ein Instrument der Politik, Sprache ist vor allem auch ein Instrument der Opposition, um auf Fehler hinzuweisen, und ist kein Instrument der Opposition, beziehungsweise darf kein Instrument der Regierung werden, Opposition zu unterdrücken. Erstaunlich ist außerdem, das muss man vielleicht auch nochmal festhalten, dass vor jeder Entscheidung, bei der die Beobachtungsmaßnahmen gegen die AfD verschärft wurden, immer, das muss man ganz klar so betonen, die Verfassungsschutzpräsidenten ausgetauscht wurden. Im Beispiel Bund wären das Herr Maaßen zu Herrn Haldenwang, am Beispiel Thüringen wären das Herrn Derichs zu Herrn Kramer, am Beispiel Brandenburgs wären das Herrn Nürnberger zu Herrn Müller. Und das spricht ganz klar Sprache. Hier wird ein Gremium bzw. eine politische Abteilung im Innenministerium politisch missbraucht. Die Verfassungsschutzpräsidentin aus Baden-Württemberg sagte gestern ja noch, dass der Landesverband Baden-Württemberg der AfD überhaupt also nicht als Verfassungsobjekt eingestuft werden darf. Mal sehen, wie lange sich die Dame noch hält. Wir werden sehen, was dort noch passieren wird. Ich darf vielleicht auch noch mal auf ein Interview von Hans-Georg Maaßen nach seiner Entlassung in der Jungfreiheit hinweisen und ein Zitat mal kurz vortragen. Ich sage nur, dass es zu meiner Zeit auf mich und auf meine Kollegen in den Landesverfassungsschutzämtern politischen Druck gab, die AfD unbedingt zu beobachten. Dem habe ich aber in der gebotenen Objektivität widerstanden und stattdessen eine Prüfung eingeleitet, um zu klären, ob die Partei ein Beobachtungsfall ist oder nicht. Meine Damen und Herren, die Zielstellung ist ganz klar, hier soll die Opposition unterdrückt werden. Das ist keine Maßnahme, um die Verfassung zu schützen, sondern es ist eine Maßnahme, um die Regierung zu schützen. Und zwar davor gehen zu schützen, dass sie bei der nächsten Landtagswahl noch weiter Schiffbruch erleidet. Die Begründung des Urteils ist genauso hanebüchen wie die Einschätzung der Landesregierung. Man nimmt Bezug auf den Flügel. Der Flügel wurde bereits aufgelöst. Die Strukturen sind innerhalb der Partei nicht mehr vorhanden. Da verweist man dann aber auf eine Zahl von 40% der Mitglieder in Brandenburg, die nirgendwo belegt werden. Da stellt sich doch die Frage, woher hat man diese 40%? Wir wissen ganz genau, dass es beim Flügel keine Mitgliederliste gab. Es gab eine Erfurter Resolution, die unterschrieben wurde. Davon 40% der Mitglieder zu sprechen, ist doch sehr vage. Zum anderen dann auch davon zu reden, ja, die Personen sind ja noch weiterhin Mitglieder der Partei. Natürlich sind sie das. Sie sind Mitglieder einer demokratischen Partei. Sie dürfen sich politisch aktiv beteiligen am Geschehen in unserem Land und dürfen für ihre politischen Ziele eintreten, sofern sie nicht der Verfassung widersprechen. Und das tun sie nicht. Weiterhin wurden dann drei Zitate herangezogen, die der Innenminister mal wieder hervorgekramt hat, die allesamt aus dem Jahr 2018 stammen. Wir haben mittlerweile 2020. Anscheinend gab es dahingehend keine neuen Erkenntnisse, was diese Aussagen betraf. Und deswegen ist diese Begründung des Urteils einfach nur als Hanebüchen zu bezeichnen. Kommen wir vielleicht noch zu den Auswirkungen. Welche Auswirkungen hat das? Es wird ja immer wieder betont, dass wir als Abgeordnete, und ich rede ja auch im Namen der Fraktion hier gerade, dass wir als Abgeordnete keine Auswirkungen zu spüren hätten, weil wir im Rahmen unserer Abgeordnetentätigkeit natürlich nicht überwacht werden sollen. So, da fragen wir uns doch ganz stark, wie trennt man beim Verfassungsschutz die Arbeit eines Abgeordneten von seiner Freizeit?
Das ist faktisch überhaupt nicht möglich. Da wird in der Familie über Politik diskutiert, es wird mit Freunden über Politik diskutiert. Freunde innerhalb der Partei tauschen sich aus, wo wird da die Trennlinie gezogen. Natürlich beeinflusst das die Arbeit eines jeden Abgeordneten und es ist ein massiver Eingriff in die Freiheit, wie wir unsere politische Arbeit hier in Brandenburg ausrichten sollen. Ein nächster Schritt ist natürlich, dass es auch gefährlich ist für die freiheitlich-demokratische Grundordnung und für unsere Verfassung hier im Land Brandenburg, was geschieht. Sie haben es alle mitbekommen, es wird aktuell auch gegen einen Zeitsoldat ermittelt vom MAD, weil er Mitglied der AfD ist und deswegen wird ihm unterstellt, dass er keine Verfassungstreue habe. Ein Zeitsoldat, der seit mehreren Jahren im Dienst der Bundeswehr steht und mehrfach bewiesen hat, dass er für dieses Land auch seinen sprichwörtlichen Kopf hinhalten würde. Das ist nichts anderes als eine politische Säuberungswelle, die hier gestartet wird. Und da muss man sich als Bürger dann noch fragen, wann kann ich denn meine Meinung noch sagen? Wann muss ich zurückstecken? Und das ist ganz klar nicht im Sinne einer freiheitlichen Demokratie, wie wir sie uns von der AfD vorstellen. Deswegen hat sich der Landesverband ja auch schon dazu geäußert und hat gesagt, er wird Klage vom Landesverfassungsgericht einreichen. Danke. Herr Dr. Christoph Bär. Ja, auch von mir guten Tag, meine Damen und Herren. Wenn ich ein bisschen zittriger Stimme spreche, dann liegt es nicht daran, dass ich nervös bin, es liegt daran, dass ich empört bin. Ich bitte Sie dann dafür um Verständnis. Ich will Ihnen nochmal kurz ein Statement abgeben. Erstens zu den drei Gründen, die der Innenminister und der Präsident des Brandenburger Verfassungsschutzes genannt haben für die Beobachtung der AfD. Sie sprachen von extremistischen Positionen und nannten dafür, Holocher zitiert, drei Zitate aus dem Jahr 2018. Zu dieser überaus dürftigen Begründung hat Herr Holoch schon das eine oder andere gesagt. Ich möchte hinzufügen, Kritik an der Regierung, das ist die Aufgabe der Opposition und übrigens, meine Damen und Herren, auch die Aufgabe der Medien. Sie als Verächtlichmachung zu denunzieren, das erinnert mich fatal an den Herabwürdigungsstrafbestand im Strafgesetzbuch der DDR. Der Innenminister wollte gestern nicht den Eindruck vermitteln, parteipolitisch zu handeln. Ich finde, genau das hat er getan. Ich möchte Ihnen zum vorwiegend noch auf die dritte Begründung eingehen. Zur Frage Flügel hat Herr Holoch das Nötige gesagt. Die dritte Begründung war für die Beobachtung der AfD die Vernetzung und Verflechtung mit rechtsextremistischen Strukturen. Und wenn in diesem Zusammenhang der Verfassungsschutzpräsident Kompakt und Zukunft Heimat genannt hat, dann handelt es sich ja um eine selbsterfüllende Prophezeiung, weil nämlich dieses Zuordnen einem rechtsextremen Netzwerk voraussetzt, dass Kompakt und Zukunft Heimat als gesichert rechtsextrem gelten, wie es gestern genannt wurde. Das ist völlig absurd. Das ist völlig aberwitzig. Sie wissen vielleicht, und das ist ein Angriff auf die Identität, auf die DNA der AfD. Sie wissen vielleicht, dass ich, oder wenn nicht, dann sage ich es Ihnen jetzt, dass mein Slogan im letzten Wahlkampf, der war Bürgerbewegung ins Parlament. Und Bürgerbewegung in die AfD. Es gehört zu unserer Identität als AfD, die Vernetzung mit der Bürgerbewegung zu haben. Wir wollen eben keine abgehobene Partei sein, von der die Menschen im Land so sehr den Kanal voll haben. Wir brauchen und wollen den Kontakt zu den Bürgern pflegen. Und das auf diese Art und Weise zu denunzieren, dass man sagt, alle Kontakte mit oppositionellen Kräften im Land, das ist ein reines rechtsextremistisches Netzwerk, das ist ein gefährlicher und unbegründeter Angriff auf die Demokratie. Wenn Zukunft Heimat oder auch ich selbst als extremistisch bezeichnet werden, dann könnte ich eigentlich lachen, wenn es nicht so ernst wäre. Ich könnte laut lachen. Das ist völlig aberwitzig. Und wenn Sie sich mal die Mühe gemacht haben, auf eine unserer Kundgebungen zu kommen, dann werden Sie weder einen extremistischen Inhalt gehört haben, noch werden Sie Extremisten gesehen haben. Der Präsident des Brandenburger Verfassungsschutzes hat gestern auch davor gewarnt, die Sprache zu enthemmen und zu verrohen und bezog sich dabei auf Herr Haldenwang. Ich sage, gut so, aber er hat selbst ein schlechtes Beispiel gegeben. Er sprach nämlich mit Blick auf die AfD davon, das Licht einzuschalten, damit alle sehen können, was in den dunklen Ecken geschieht. Das hat er gesagt. Hätten wir so etwas gesagt, meine Damen und Herren, dann wäre es ganz gewiss als menschenverachtende Hetze bezeichnet worden. Ich finde, eine solche Äußerung, wie ich sie eben zitiert habe, drückt latent gruppenbezogene Feindlichkeit aus. Eine solche Sprache passt zu einem Polizeistaat, sie passt nicht in eine offene Gesellschaft. Und ich weise das entschieden zurück. Und nicht nur wegen der Sprache auch, weil es inhaltlich kompletter Unsinn, AfD, Kompakt und Zukunft Heimat in dunklen Ecken zu verorten. Es ist völliger Irrsinn. AfD, Kompakt und Zukunft Heimat sind immer öffentlich aufgetreten. Wir haben immer die Öffentlichkeit gesucht. Wir tummeln uns nicht in dunklen Ecken.
Wir sind immer demokratisch aufgetreten und immer unter Berufung auf das Grundgesetz. Sie können ja mal den ersten Artikel lesen, den die Lausitzer Rundschau über Zukunft Heimat gebracht hat. Da zitieren wir das Grundgesetz wie eine Bibel. Und übrigens, wir sind es, die auf unseren Kundgebungen die Nationalhymne singen. Und ich finde, der Verfassungsschutz sollte sich lieber diejenigen angucken, die dazu pfeifen. Vielen Dank.